Frühstück bei Stefanie. Es ist ja, wie es ist. Steffi, machst du mir Mettbrötchen? Nee, muss ich ja schmieren, mich in Zucker nimm dir selber, ne? Geh euch, du siehst ja ganz schön müde aus, wenn ich das mal sagen darf. Oh, hör mir auf, du. Ich hab die ganze Nacht vor der Glotze gesessen, wegen dieses Kaminfeuer. Wie jetzt? Jo, Marion hatte so eine DVD für echtes Kaminfeuer gekauft. Also, oh. Das war ja gar nichts. Ah, hast auch gemerkt, ne? Das brennt gar nicht richtig. Was? Ja, das tropft denn nur so runter, wenn du dieses Plastikrams ansteckst, ne? Franz. Sagst du, halt dich da mal raus, du verstehst das gar nicht. Mhm. Also, ich guck mir das an. Und nach einer halben Stunde sag ich zu Mario, merkst du was? Ah. Das brennt ja gar nicht runter und keiner legt was nach. Wieso nachlegen? Da habe ich mir dann mal die Mühe gemacht und das von ganz nah konzentriert angeguckt. Ja. Und gegen 4 Uhr heute Morgen... Aber Georg... Ruhe, da habe ich denn endlich eine Stelle entdeckt, wo das so ganz leicht ruckelt und von da an fängt das immer wieder von vorne an. Ja. Also das geht rum und wieder. Alles beschissen. Ja, wieder. Kaminfeuer auf DVD ist ja nur alter Kaffee. Ich wollte eigentlich noch nicht damit raus, aber ich habe demnächst was Ähnliches anlaufen. Ja, nur wieder. Hähnchengrill Impressionen. So, stell dir vor, Wochenende, Gemütlichkeit, draußen prasselt halt eine Scheibe und in dein Fernseher drehen sich die Schlemmerhähnchen. Wie bitte was? Ja, mein Kumpel Bobo steht ja mit seinem Chicken Express einmal die Woche auf dem Parkplatz von Bettenlager. Ah ja, diesen Lager. Ah. Ja, weil er lecker in die Tüte piekt. Ja, aber egal. Ich stehe da an Tresen und lass diesen Anblick von der drehenden Hähnchenstangen auf mich wirken. Das war herrlich. Ja, und nu? Ja, dann habe ich das mit meinem Handy gefilmt. Full HD, 16:9. Da kriegst du 3x6 Hähnchen drauf. Und das dann als DVD für zu Hause. Ja. Ah. Ja, wenn Besuch da ist, bisschen Musik, so lounge-mäßig. Ja, 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 ja. Mensch, Udo, da. Wann kann man das kaufen? Ja, ich muss noch einen Schnitt machen, weil nach 40 Minuten geht er da mit so einem Fettpinsel rüber. Das sieht nicht aus. Nee, das sieht nicht aus. Naja, vielleicht bist du zum Weihnachtsgeschäft zu weit. Nur mal merken. Was macht er diese, Franz? Ich brauche noch Tätigkeitswort mit 4 Buchstaben. Franz, tun. Ja, passen tut es.